ESTV, Videos aus der Region. Wie geht es einem Covid-19-Patienten, der im Klinikum Esslingen auf der Intensivstation beatmet wurde? Das wollten wir wissen und haben uns mit Hans-Jörg Huber getroffen, der zunächst noch in Röth im Krankenhaus war und nachdem sich seine Werte deutlich verschlechterten, nach Esslingen auf die Intensivstation verlegt wurde. An die Verlegung und die anschließende Behandlung kann sich Huber aber nicht erinnern. Doch bevor wir überhaupt zu ihm gelassen wurden, mussten auch wir uns strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen unterziehen. Aber nun zur eigentlichen Frage: Wie geht es einem Intensivpatienten mit Corona? Ich habe es zunächst gar nicht realisiert. Wo ich bin, was jetzt war, man hat mir das zwar gesagt und man hat mich sicherlich auch gefragt, wie mir es geht. Und ich habe sicherlich gesagt, gut, weil ich es einfach nicht vergleichen konnte. Ja, also jetzt, gemessen an dem geht es mir heute wirklich sehr gut. Ne, aber das etwas nicht wissen, was in der Zwischenzeit geschehen ist, ist schon ein bisschen schwierig dann nachzuempfinden. Ne. Ich habe das dann auf der Intensivstation dann sagen wir, mit dem Pflegepersonal, weil ich halt neugierig war und auch mit den Ärzten einfach mal gefragt und wie und was und was macht er denn jetzt eigentlich gerade so einen großen Hype draus aus mir? Das ist doch alles irgendwie wie Business as usual und ich habe dann schon eigentlich gemerkt, war jetzt dann wohl doch nicht ganz so normal, was da ablief. Ne. Hans-Jörg Huber hatte Glück und auch, weil er fast ohne Vorerkrankungen kam, wohl auch überlebt. Doch hat er dadurch auch mehr Ehrfurcht vor seinem Leben? Ja, sagen wir von einer vielleicht anfänglichen Gleichgültigkeit. Mich trifft es ja sicherlich nicht. Ja. Und wenn, dann halt ja, über den Verlauf jetzt, wie es dann tatsächlich war. Also ja, in gewisser Weise schon etwas ehrfürchtig. Ja. Mental hat man da gewisserweise mit ein paar Tage zu schaffen. Aber jetzt mittlerweile sage ich, okay, Blick nach vorne und das Thema ist abgehakt. Ja. So endet für Huber nun ein längerer Aufenthalt in der Klinik. Doch auch zu Hause muss er weiterhin in Quarantäne, bis das Virus nicht mehr nachgewiesen werden kann. Wir sagen danke für das Interview und weiterhin gute Besserung.